Die Wunden sind übel. Hey! Hey, bleiben Sie wach! Wach bleiben! Hey, sterben Sie mir nicht weg! Hey, wie heißen Sie? Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Faruk Al-Bashir. Kommen Sie, Mann, halten Sie durch! Nein, nein, mehr gibt es nicht zu sagen. Ja, wie Sie meinen. Blackburn, leg ein paar Minen hier aus. Bald werden uns eine Menge wütender Leute besuchen. Deck die Eingänge ab. Sobald ein Feind kommt, pustest du ihn weg. Mach schon, Beeilung, Sie kommen! Soleiman war es. Er sagte, nimm die Bombe. Nimm sie als Druckmittel. Dann hat er sie gestohlen. Er hat mich benutzt, wir alle benutzt. Der Hund hat mich betrogen mit seinen Plänen. Züge! Und dafür werde ich mich an ihm rächen. Hört zu! Am 14. dieses Monats, wenn die Sonne untergeht, wird Soleiman zuschlagen. Schmoren sollt ihr alle. Hey, hey, durchhalten! Na los doch! Mach schon! Verdammt! Wir haben ihn verloren. Keine Ahnung, was er da gelabert hat. Hey! Das ist ein Handy. Vielleicht finden wir da drauf ein paar Infos. Kommt Ihnen das bekannt vor? Sollte es nämlich. Soll ich Ihnen vielleicht sagen, was drauf ist? Was wird mich das kosten? Uns läuft die Zeit davon. Oh, es kostet Sie gar nichts. Auf diesem Handy sind Informationen über einen russischen Waffenhändler namens Amir Kafarov. Er war ein sehr guter Freund Ihres Kumpels Al-Bashir. Haben Sie Wir das verschwenden gewusst? Unsere Zeit. Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass ich schon zu Ende geredet hatte. Wussten Sie, dass Kafarov und Al-Bashir zusammengearbeitet haben? Ich weiß nur, dass wir aufgrund der Infos auf diesem Handy verlegt worden sind. Und wohin? In den Nordiran. Kafarov sollte angeblich mit den verschwundenen Bomben dort sein. Angeblich? Nur Sie hörten Al-Bashirs Geständnis. Niemand weiß, woher er dieses Handy hatte. Glauben Sie mir, wir müssen Soleiman aufhalten. Sie haben den Anruf erhalten, Sie wissen, er ist hier. Alles schön und gut, Sergeant, aber Sie müssen noch ein paar Lücken füllen. Beim nächsten Teil haben Sie ein ziemlich großes Glaubwürdigkeitsproblem. Okay. Kafarov hat eine Villa im Gilad-Tal. Wir waren dorthin unterwegs, aber es gab Komplikationen. Okay. Kafarovs Anwesen liegt auf der anderen Talseite. Direkt hinter der Gilad-Brücke. Wer ist der Kerl überhaupt? Der Typ von Al-Bashirs Handy, ein Waffenhändler. Mehr wissen die nicht? Mehr wissen wir nicht. Er könnte was mit den Bomben zu tun haben. An alle Missverkennungen. Vorrücken zu 1-6. Westlich unterwegs auf Route Red. Sie haben Kontakt. Over. Verstanden. Könnt ihr die Größe bestätigen? 1-3. Habe keine weiteren Infos. Out. Schwachsinn. Hey, Matkovic, wach auf! Genug gepennt, du Schlafmütze! Hä? 34 Minuten. Ich habe 34 Minuten geschlafen. Und ich habe einen Vanilleshake getrunken. Ob das was zu bedeuten hat? Oh shit! Hinterhalt links! In den Bäumen! Verdammt! Russische Fallschirmjäger. Echte Russen, was hat das zu bedeuten? Vielleicht arbeiten sie für Kafarov. So oder so, Steve. Ich mache mir Sorgen, dass wir ein wenig unterbesetzt sein könnten. Wir haben was zu erledigen.
die Bomben. Das ist Misfit. Reden wir drüber. Verdammte Scheiße! Da kommen wir nie und nimmer durch. Keine Chance. Da unten feindliche Einheiten stellen sich auf. Die Fallschirmjäger haben die kürzeste Route gewählt. Was zum Teufel geht hier vor? Sie sind aus dem gleichen Grund hier wie wir, Sergeant. Sind wir im Krieg mit Russland? Meinen Sie das? Wurde auf dich geschossen? Ja. Laut Doktrin könnt ihr schießen, wenn auf euch geschossen wird. Das ist kein Krieg. Jedenfalls nicht technisch. Sind verstanden? Ja, Sir. Wir müssen jedenfalls zuerst dort sein. Glaubt ihr, die Russen sind nur zum Vergnügen hier? Die retten ihre Ärsche. Wir wissen, dass sie mit der PLA zusammenarbeiten. Und jetzt los! Okay, wir beenden einen Krieg, indem wir einen neuen anfangen. Was für ein Scheißspiel! Montez, du hast die Befehle gehört, also los! Da kommen wir nie und nimmer durch. Keine Chance! Sergeant Campo, bereit machen. Sir, wir sind nicht stark genug für eine russische Brigade. Vielleicht sollten wir das überdenken. Das ist taktische Kriegsführung, Sergeant. Wenn's dir nicht gefällt, dann geh doch zur Air Force. Männer, ihr habt mich bisher noch nie enttäuscht. Und deshalb erwarte ich von euch, dass ihr das schafft. Absolut, Sir. Nein, Steve, es tut mir leid, aber das ist total unsinnig. Und ich habe ernsthafte Bedenken, deshalb... Sergeant Campo, Blackburn, fortfahren wie geplant. Das sind Jets! Aber nicht unsere, oder? Scheiße! Hat er uns gesehen? Hat er uns gesehen? Oh, Scheiße, er kehrt um! Gott verflucht der Kacke! Bewegt euch los! Dagegen richten wir einen Scheiß aus! Wo sind die Stinger? Die Fahrzeuge! Kacke! Er kommt zurück! Wir sind im Arsch! In den Leichtpanzern waren Stinger! Das war die letzte! Kommen wir da ran? Wir müssen! Komm schon, Mann, los! Beeilung! Jetzt geht's los! 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 Such die Stinger! Wir sind Growler! Die sind abgeschnitten! Unten bleiben! Los, los, los! Achtung! Scheiße, vorwärts! Kannst du nicht machen! Blackburn! Montez, durchsuch den Growler! Jetzt, Blackburn! Los, los, los! Ist sie da drin? Starfight! ISS wird aktiv sein! Steve. Gott.
Ich weiß, was du denkst. Wenn ich was anderes gemacht hätte, wären vielleicht beide noch hier. Wir haben Krieg. Und im Krieg passiert sowas. Außerdem haben wir eine Aufgabe. Wir müssen Kaffarov erwischen, und zwar als Erster, ob die Bomben nun da sind oder nicht. Es gibt kein Wir. Es gibt nur uns. Und dann gibt's noch dich. Es liegt an euch, Marines. Kommt ihr jetzt mit oder was?